Kapitel 16 Krönung. Sie ist riesig. Wie sollen wir bloß Mama finden? Wir werden sie hier rausholen, Hugo. So, Freunde. Genug getrödelt. Hey, warte! Melly ist traurig. Sie wird sich wieder beruhigen. Aber können wir ihr nicht helfen? Deswegen sind wir hier. Wir helfen ihr, sich zu rächen. Und am Leben zu bleiben. Wir haben den Knirps und die Ratten. Wir sind unbesiegbar. Rodrik, er ist 5. Richtig, wir wollen ja jetzt auch nicht irgendwie zu einer Kampfmaschine machen. Wir wollen jetzt einfach nur unsere Mutter befreien und Arthur rächen. So viel steht auf jeden Fall fest. Was ist los? Melly, beruhige dich. Die verdammten Ratten blockieren den sichersten Weg hinein. Sie machen das nicht absichtlich, Melly, sie... Wir haben keine Wahl. Wir versuchen es durch die große Tür. Aber passt auf! Oh, Melly, warte! Wie süß. Ist sie wütend auf mich? Nein, sie ist wütend auf alles. Aber gib ihr ein bisschen Zeit, Hugo. Gott, wie süß Rodrik mit ihm umgeht, ne? Steine haben wir noch genug. Okay. Vorsicht! Vorsicht vor den Wachen. Es hat bereits angefangen. Das hoffe ich, denn diese Viecher werden immer mehr. Tal, das ist riskant. Tal ist weiß, was er tut. Heute nehmen wir lieber die Hintertür. Das sagt er zumindest. Sie ist bestimmt versperrt. Sie gehen. Drecksloch, wir wissen nicht mal, was in dieser verdammten Kathedrale vor sich geht. Unsere Gelegenheit. Lukas, komm mit mir. Melly. Hab Vertrauen. Jetzt machen wir erstmal unsere Arbeit. Gut, ich gehe zurück. Sei vorsichtig. Verdammt. Er wird sie sehen. Scheiße. Hey! Halt! Ich helfe ihm. Bleib hier. Na toll. Sie schaffen's. Sie kennt die Stadt und führt sie sicher in die Irre. Los, nutzen wir die Gelegenheit. Wir haben jetzt nur noch ihn hier. Der ist für dich. Du bist erledigt. Gut gemacht. Ich habe mich von etwas gehen lassen. Hat sich einiges verändert hier. Die Glocken, die Kathedrale, Amicia. Vitalis ist dort. Das heißt, Mutter ist ebenfalls dort. Dem Bastard bereiten wir eine Überraschung. Zuerst müssen wir die anderen finden. Sieht aus wie die Notre Dame. Genau, A, die anderen finden und B, vielleicht so auch ein bisschen gucken. Hey, warum bebt die Erde? Das sind die Ratten. Sie sind hier, unter uns. Also haben sie alles zerstört. Seht euch den Boden an. Wenn du Steuerung gedrückt hältst, um ein Ziel für die Ratten zu bestimmen, zeigt roter Dunst die Horden an, die unter der Erde gefangen sind. Lösche die Lichtquellen, um sie zu befreien. Mit mal Steuerung? Einfach so Steuerung? Wir kommen nicht raus, solange es hell ist. Ja, alles gut. Ich mache hier kurz aus. Ja. So, jetzt mal ganz kurz gucken, ob das funktioniert, wenn wir sie da hinten hinschicken. Oh. Wow. Du bist in Sicherheit, Rudi. Bleib dich bei uns. Ja, die hören auf mich. Oh. Ja, die hören auf mich. Das sind meine kleinen Freunde. Hallo, Kollege. Heißt, wir können hier jetzt auch durchgehen oder fressen die uns dann? Lol, wir können hier durchgehen. Oh, das gefällt mir. Achtung, wach. Oh. Oh.
Wenn wir sie versuchen, hierher zu locken. Warte mal. Jetzt müssen wir noch die Laterne löschen. Jetzt haben wir da ja noch eine zweite Laterne, die müssen wir auch noch kurz löschen. So. Rattis, Rattis, Hunger, Hunger! Nom, 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 nom. Das wird kein gutes Ende nehmen. Okay, Moment. Machen wir kurz da aus. Und Hunger! Schnappt's euch! Ja, fein! Da hinten ist auf jeden Fall noch einer, der das gehört hat. Ach, der ist da oben. Ja, gut. Darf ich hier mal kurz rein? Ja, fein, macht ihr das ja super! Hat er einen Helm auf? Bestimmt. Ach, das ist ein Bogenschütze! Das ist ein Bogenschütze! Das finde ich jetzt nicht gut. Müssen wir ganz kurz warten, bis er nicht mehr an uns denkt und dann schleichen wir uns ganz schnell da vorbei. Irgendwie. Da kann man ihn vielleicht doch mit einem Stein ausschalten. Ich glaube nämlich, er hat nur eine Kapuze auf, oder? So, kurz warten. Da hinten möchte ich gleich auch noch mal kurz hin. Oh, guckt euch das an. Schau mal, wie die gucken. Na, Chef? Hast du einen Job für uns? Jo, ich glaube, ich muss den so ausschalten. Jupp. Der hat aber einen Helm auf. Der hat einen Helm. So, Moment. Kurz auf Ratten umschalten. Essen fassen! Oh. Ich mag seine Superkraft. Macht dir fein! Oh, Schweinis. Oh. Sind die alle abgeschlachtet? So, lasst uns hier nochmal umsehen. Hier geht es bestimmt noch mehr für uns. Da hinten ist auf jeden Fall noch was. Sind da Wachen? Nee. Das ist gut. Okay, gut. Können wir gerade nicht gebrauchen. Ah, hier gibt es noch ein bisschen mehr. Okay, da kommen wir nicht weiter. Feuer löschen oder was machen wir mit ihm? Sie hören einfach nicht auf mich. Scheiße. Okay, dann müssen wir erstmal ganz kurz hier hinten hin, zu den anderen Ratten. Ich denke mal, dass er uns so folgen wird. Da machen wir ganz kurz sein Licht aus, wenn er kommt. So, und jetzt die Ratten. Jeder bekommt was. Sie können mich nicht hören. Was? Okay, das ist jetzt scheiße. Das ist jetzt richtig scheiße. Müssen wir versuchen, uns so zu verstecken. Verdammt, hier können wir nirgendwo durch. Doch, hier.
Sehr gut, er rennt da hinten noch rum. Derzeit können wir nochmal gucken, ob wir irgendwas verbessern können. Sieht allerdings nicht danach aus. Was machen wir denn dann? Idee. Da war doch eben noch ein bisschen mehr an Lichtquellen, die wir hätten ausschalten können. Wie wäre es also, wenn wir das einfach mal ausprobieren, dass wir da Ratten hervorlocken? Denn da war auf jeden Fall noch eine kleine Fackel, wo das möglich gewesen wäre. Ich hoffe jetzt nur, er steht da nicht noch. Da können wir nicht lang, genau. Wir müssen wieder durch die Ratten durch. Wie hat er das denn überhaupt geschafft, da durchzugehen? Er könnte noch irgendwo hier sein. Seid mal ein bisschen leiser, meine Süßen. Oder steht er schon wieder? Ja, der steht wieder an seinem Posten. Oh, ist das spannend. Dann machen wir das so. Okay. Dann machen wir nochmal sein Feuerchen aus. Verdammt. Wir sind zu weit weg. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Können wir die nicht auch befreien? Ja, guck mal, die können wir auch befreien. Sehr gut. Das war gut. Das war unproblematisch. Die Ratten sind jetzt meine Freunde. Ja, fein macht ihr das. Super! Ja, das ging schnell. Vor allem, dass auch keine Rüstung mehr da ist. Sehr nett. Okay. Kümmerst du dich um ihn? Lass ich mir nicht zweimal sagen. Streckt er alle vier. Sehr gut. Dann los. Ich wäre auch gerne so stark. Kleiner, du hast eine ganze Rattenarmee. Müssen wir das öffnen? Ich sehe keinen Hebel. Ich kümmere mich darum. Auf dein Zeichen. Allein? Willst du das übernehmen? Machst du das, Roderick? Ja. Wow. Oh. Durch mit euch. Schnell. Er ist so stark. Oh, da sind einige. Oh, oh, oh. Ja, irgendwie steht Roderick hier voll im Weg. Scheiße! Wir haben keine Ratten mehr. Fuck, 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 fuck! Okay, wir laufen jetzt hier einfach durch. Okay, wir laufen da doch nicht einfach durch. Okay, bis jetzt hatte ich mich eigentlich ganz gut geschlagen, aber, ne, wir kennen das ja immer noch.
kein Part ohne Tod. Ah! Hier sind einfach so viele. Okay. Die haben wir schon mal befreit. Wir müssen auf jeden Fall noch mehr befreien. Da hinten ist nämlich noch eine Fackel. Die könnten wir auch ausmachen. Aber wir versuchen ihn so nochmal auszuschalten. Ich glaube nicht, dass das gut gehen könnte. Können wir hier gesehen werden? Ich bin einfach zu ängstlich. Das ging doch schon mal gut. So, dann müssen wir den Typen da hinten noch ausschalten. So, jetzt kommen hier wieder Wachen her. Jetzt warten wir kurz ab, bis die uns nicht mehr suchen. Und dann müssen wir dafür sorgen, dass wir mehr Ratten befreien. Ich glaube, das ist schon mal ein guter Plan. So. Die beiden werden sich jetzt wahrscheinlich bewegen, genau. Das ist schon mal einer weniger. Und das ist ein Bogenschütze. Ich glaube, den kann ich auch einfach so... Ejo. Sieh mal, einer guckt. Die Turteltäubchen. Ihr lebt. Hört zu, Vitalis ist in der Kathedrale. Schön und gut, aber euch kommt ein ganzes Bataillon entgegen. Ihr müsst hier weg. Nehmt die Treppe. Dieses Haus hat auf der anderen Seite einen Ausgang. Das brennende Haus? Wir können nicht zurück. Los, wir treffen uns auf der anderen Seite. Seid vorsichtig. Los, ins Haus. Und unsere Anwesenheit ist leider nicht verborgen gewesen. Ich brech sie auf. Ja, bitte. Dreckstück. Dir zeig ich's. Oh, ich mag Rodrik. Rodrik, geh in Deckung. Hugo kümmert sich um sie. Viel Spaß. Scheiße. Der hat eine Laterne. Scheiße. Ah! Runter. Runter, runter, runter. Ich hoffe mal, dass Rodrik jetzt klug genug war, um sich auch zu verstecken. Verdammt! Ah, da hinten, da hinten, da hinten ist noch was. Da muss ich jetzt erstmal ausmachen. Also versteckt, was? Scheiße!
Oh oh. Das war ich nicht schnell genug, verdammt. Das glaube ich noch nicht, mein Freund. So, wir brauchen noch mehr. Jetzt muss er nur noch zurückkommen. Einmal zurückkommen. Komm schon. Okay, jetzt die Ratten. Ja, ich denke schon. Lass es gut sein, Rodrik. Erinnert mich daran, dass ich euch beide nie wütend mache. Süß. Okay, gut. Los geht's. Dieses Mal kommen wir rein. Perfekt. Scheiße! Toller Plan. Nein, Amicia, das können wir nicht. Wir werden verbrennen. Ich verspreche dir, dass dir nichts passieren wird. Rodrik, folgst du uns? Bis in die Hölle. Oh! Bis in die Hölle und noch viel weiter. Kannst du hier mal aufmachen? Oder nehmen wir hier so ein Steinchen? Nee, okay. Wo müssen wir denn hin? Wenn wir da reingehen, dann... Wir wollen doch hier durch, oder nicht? Ich glaube nicht, dass wir da so einfach lang können, weil dann verbrennen wir. Genau, da kommen wir nicht durch. Rodrik, du musst hier echt was machen. Bitte. Hallo. Ich will da durch. Mach doch mal. Okay, also da kommen wir offensichtlich auch nicht lang. Da kommen wir nicht lang. Vielleicht irgendwo unter uns? Ach, Moment. Ah, ich bin so doof. Ich bin so doof. Ich bin richtig doof. Hör da mal zu. Die Decke stürzt gleich ein. Dann schnell raus hier. Beruhige dich. Hugo, du hast den Hauptmann der Inquisition besiegt. Du bist hart im Nehmen. Härter als ich. Wirklich? Ich lüge nie. Oh. Das muss der Ausgang sein. Schnappen wir uns doch ganz schnell die Sachen hier. Und raus. Raus, 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 raus. Los! Kannst du den übernehmen? Die Wache. Verlass dich auf mich. Danke, Rodrik. Einer weniger. Habe ich mir schwieriger vorgestellt. Ja, du hast es ja auch drauf. Aufgepasst. Oh oh. Da sind viele. Und die kommen jetzt direkt zu uns. Ich hätte abwarten müssen. Bleib mal da. Da ist schon super. Okay, okay, okay. Bleib da. Sitz. Steh. Steh. Was ist dir denn passiert? Alarm. Wir haben einen Eindringling. Wahrscheinlich bewaffnet. Okay, eine Wache ist da noch. Der hat auch keinen Helm. Ihr wart das. Diesmal entkommt ihr. Doch. Weil du nämlich keinen Helm auf hast, du Flummi. Ob beim Fahrradfahren oder bei der Patrouille laufen, immer einen Fahrradhelm aufhaben. Nein, generell einen Helm. Fahrradhelm muss nicht unbedingt überall sein. So. Oh, die beten.
Da kommen wir nicht durch. Weil wir leider Melly nicht bei uns haben. Aber ich will mich nicht beschweren. Wir haben schließlich Rotrick. Danke. Der Herr sei mit euch. Ja, danke. Und viel Glück. Hey, wartet. Pfeile. In Deckung. Bogenschützen. Gute Arbeit, Männer. Haltet die Augen offen. Niemand darf sich der Kathedrale nähern. Die Kathedrale. Wir sind auf dem richtigen Weg. Da, das Fallgitter. Das ist der einzige Weg zur Kathedrale. Wir müssen da irgendwie hin. Ach, zu gefährlich. Die Bogenschützen würden sofort schießen. Wir sitzen fest. Das da hinten sieht aus, als ob das Melly und Lucas wären. Mal nehmen wir doch einfach das Ding hier. Schubsen das an und dann gehen wir dahinter lang, oder? Wir können immer noch nichts herstellen. Schade! Schade, schade, schade. Und auch kein Werkzeug in der Nähe. Dann lasst es uns wagen.